Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Ich bin mit Heinrich hier vor diesem ominösen Höhleneingang. Den sollen wir jetzt überprüfen. Da vorne ist schon eine Wache. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt hier wirklich nötig ist, wie Rambo sich hier durchzukämpfen. Was ich auf jeden Fall mal machen werde, wir werden uns mal umziehen. Und zwar so, dass wir einigermaßen unauffällig daherkommen. Deswegen nehmen wir mal die Kettenhaube ab, schwarze Gugel an, die Brigantine weg. Das Kettenhemd weg, wobei die Brigantine, die können wir fast noch anlassen. Dieses marode Gambeson kann auch anbleiben. Lederhandschuhe an, die Schulterplatten weg. Die Plattenbeinlinge weg, dafür die leise Trete an und dann den ganzen Schmuck ab. So, übrigens hier haben wir noch einmal Silbersporen extra, die kommen sowieso weg. Ich denke mal, jetzt sieht das ganz okay aus. Wir sind auch relativ leise. Schwert, blutiges Schwert, das schindet hoffentlich Eindruck. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob der Typ mich angreift oder ob es irgendwie die Möglichkeit eines Dialoges gibt. Ich gehe mal ganz unbedarft auf ihn zu. So, hallo mein Freund. Halt, was willst du? Wir können reden also. Herr Ratzig schickt mich, scheint mir jetzt die falsche Alternative zu sein. Ich würde mal sagen, wir versuchen ihn mal ein bisschen mit unserem brutalen Auftreten zu beeindrucken. Ich sehe mich nur um. Ja, sehr brutal gesprochen, Heinrich. Du solltest deine Nase da raushalten. Das ist eine Silbermine und da darf keiner rein. Du bist doch auch da. Ich passe auf, dass keiner reingeht. Man kann hier leicht verschüttet werden. Mach dir keinen Kopf. Ich bin kein Dieb und ich kann gut auf mich Acht geben. Aber, na gut, dann ab mit dir. Aber ich hab dich gewarnt. Okay. Gut, sehr schön. Wir kommen also rein ohne Kampf. Gut, und hier sieht es aber ganz danach aus, als bräuchten wir die Fackel. Na dann, mal schauen. Also, wir gucken kurz mal auf die Karte. Die Richtung stimmt in etwa. Untersuche den Zustand des Stollens, finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Also irgendjemand scheint das ja hier zu kontrollieren, soweit ist erstmal klar. Die Frage ist, wer oder was das ist. Oh, schaut mal, hier geht auch ein Weg ab. Hier geht es geradeaus. Unsere Richtung ist eigentlich geradeaus. Oh, aber hier steht eine Truhe. Ja, dann nehmen wir das mal mit, ne? Versuchen sie mal zu... Ah, ich müsste kurz irgendwie rankommen. Ach Gott. Heinrich. Wäre ganz schön. Jetzt kommen wir ran. Oh, die können wir sogar schon. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, was die da gelagert haben. Prima. Oh nein, eine sehr schwere Truhe für so ein Zeug. Ich fasse es nicht. Ich esse mal einen Apfel. So viel Zeit muss sein. Sattheit 74, da kann man das ruhig mal machen. Okay. Gut, zurück zum Hauptweg. Hier ist ganz schön was eingebrochen. Ich habe gerade irgendwie total einen Blackout. Wie zieht man nochmal eine Waffe? So. Entschuldigt. Wenn man zwischendurch irgendwie andere Spiele spielt, dann vergisst man manches völlig. Dann ist man wie... Okay, hier haben wir ein paar Höhlenpilze. Geht es hier hoch? Gut. Aber... Oh, dieser Bug, ey, das ist so nervig. Aber die Richtung stimmt zumindest. Vor allem, wenn das dieses Menü erscheint da rechts... Da kann man, sieht man auch nicht, ob man irgendwas untersuchen kann. Das ist ja auch hier unsere Aufgabe. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie immer bereinigen. So. Richtung stimmt. Untersuchen kann ich offenbar nichts.
Hier geht es hier weiter. Sieht nicht so aus. Auch hier stimmt noch die Richtung. Insofern bewegen wir uns mal fort. Wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Oh, schaut mal, wir sind schon ziemlich nah dran, wie es aussieht. Gut, können wir ja mal schleichen. Und auch hier wieder das Menü weg. Bisher höre ich nichts. Okay, wir entdecken ein Lager. Oh, jetzt passiert was. Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns doch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein, tu das nicht! Boah. Oh Gott. Hey, kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was. Hey, du da, was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Wer davon erfährt? Also Herrn Ratzig jetzt hier anzuführen, das ist, glaube ich, absurd. Möglicherweise meinen die sogar schon. Und seid doch vernünftig, klingt jetzt nicht wie ein wirklich überzeugendes Argument, aber wir machen das mal. Hört zu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war. Hm? Vielleicht warst du es ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird. Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Was willst du mir damit sagen? Nein, die greifen an, Leute. Verdammt. Verdammt! Ich muss meine Fackel mal ziehen, bitte. Ich sehe sonst gar nichts. Geh mal erstmal weg hier. Okay, das ist der falsche Weg. Gehen wir da hinten. Oh, warte mal, hier liegt die Leiche. Bergarbeiter. Das ist aber nur ein normaler Bergarbeiter, oder? Ist das der, den wir gesucht haben? Schnell noch die Groschen nehmen. Ich komme hier nicht raus, Leute. Irgendwie komme ich hier nicht raus. Jetzt. Wo sind die? Boah, die schießen nach wie vor auf mich. Ich fasse es nicht. Okay, erstmal weg hier. Wir sollten aber auf jeden Fall unser Schwert bereithalten. Ich rechne mit dem Schlimmsten. So, welche Richtung? Kommen die jetzt hier? Können wir sie vielleicht erwarten? Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, oder? Ist er da? Verdammt, der ist da! Du Hund! Warum zählt das als Untat? So, da waren noch zwei, ne? Großvaters Schwert, das interessiert uns alles nicht. Okay. Haben wir jetzt erstmal Ruhe. Was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Wartet mal. Was sollen wir jetzt hier tun? Entkomme aus der Mine und finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Das ist nach wie vor der Job. Und die Richtung wäre doch hier. Die Frage ist... Was ist hier nochmal? Entkomme aus der Mine. Ah, das ist der Ausgang. Ah, okay. Gut, verstehe. Ob das aber wirklich nur einen Ausgang hat, kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja gut, dann versuchen wir aber uns doch erstmal in die Richtung zu bewegen. Also nicht in die Richtung des Ausgangs. Um vielleicht hier Licht ins Dunkel zu bringen. Hier sind wir hergekommen. Gibt es möglicherweise jetzt noch einen anderen Weg wieder hoch? Wobei dieses durch... Oh, schaut mal, hier gibt es zwei Wege. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen ich gegangen bin. Ich gehe mal hier rechts. Ach, Mist.
Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen. Ach du, Heinrich, kann ich schwimmen? Das wusste ich gar nicht. Gut. War hier... Oh, diese Geräusche. Sehr nervenaufreibend. War hier der Ort des Unglücks? Nee. Da. Da schwimmt die Leiche im Wasser. Und ich fürchte, wir kommen hier... Kommen wir hier hoch? Das wäre irgendwie richtig gut. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht gewollt, dass wir da hochkommen. Oder? Gibt es hier irgendwie einen Trick? Vielleicht auf der anderen Seite. Ich meine, hier sind wir schon ganz gut. Also in echt würde man ja jetzt hier hochklettern können. Ne? Das sind so manchmal so nervige Punkte in Computerspielen. Wenn man wüsste, wenn man weiß, dass es nur jetzt für einen... als Hindernis gewissermaßen aufgebaut. Naja, versuchen wir es mal auf der Seite. Oh, warte mal, aber hier... Nee. Wir brechen uns gleich noch den Fuß. Okay, es scheint so, als müssten wir wirklich diesen Gang gehen. Also zurück zu diesem Querweg. Ich habe noch keine Peilung, in welche Richtung ich mich jetzt hier fortbewegen muss. Hier geht's nicht weiter. Gut, das ist jetzt der Weg. So, die oder die Richtung. Ich würde jetzt erstmal die Richtung einschlagen. Dahin sehe ich auch eine Fackel. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden. Das ist schon mal gut. Hier geht's hoch. Ich denke, hoch ist auf jeden Fall richtig. Die Frage ist, wie hoch müssen wir? Wie hoch können wir? Also irgendjemand hat ihn ja da oben runter geschubst und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Finden wir diesen jemand? Was passiert hier? Kann ich hier eigentlich... Nee, man kann jetzt wirklich nur ganz hoch gehen. Es gibt auch nur diese eine Richtung. Naja, das könnte schon hinhauen. Die Richtung... Stimmt erstmal. Bisschen nach rechts dann. So, hier geht es allerdings nach links. Das wollen wir nicht. Das bringt uns woanders hin, oder? Ja, das bringt uns genau in die andere Richtung. Ich würde gerne nach rechts gehen. Hm. Da führt jetzt ein Weg nach unten. Wenn man jetzt wüsste, ob da unten jetzt irgendwie ein Lager ist oder was Besonderes, aber jetzt nach unten zu gehen, ich weiß nicht recht. Ich meine, es kann natürlich jetzt hier überall irgendwie sinnvoll weitergehen. Gott, wie soll man das bitte prüfen? Hm. Wisst ihr was, wir gehen einmal runter und gucken mal, ob in die Richtung, in die wir wollen, der Weg unten weiterführt. Wenn nicht, klettern wir wieder hoch und gehen den anderen Weg lang. Der uns leider allerdings wegführt. Man kann auch überhaupt nicht einschätzen, auf welcher... Ich sag mal, Höhenebene man sich hier befindet. Okay, wo gehen jetzt hier die Wege lang? Ah, gefällt mir von der Richtung schon etwas besser. Ach! Ah, okay, alles klar. Das ist die gleiche Stelle. Ah, okay, langsam merkt man ein System. Alles klar, man kann also sowohl dort als auch dort einfach hoch und runter gehen. Und der Gang in der Mitte dann verbindet, also der Gang jetzt verbindet das auch. Und es gibt da nur einen Gang in eine Richtung. Gut, dann gibt es gar keine Alternativen meines Erachtens im Moment.
Okay. Also wieder zurück. Und dann müssen wir ja zwangsläufig diesen Weg rechts einschlagen. Der uns wegführt von dem Lager. Ich weiß jetzt nicht, wie man da hinkommt, Leute. Aber mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Der nächste Kreuzweg ist dann unser. Hey, wer ist da? Wer ist da? Sieh an, was da unter dem Stein hervorgekrochen kommt. Haha, mehr hast du nicht drauf? Scheiße, hab Gnade. Genug, du gewinnst. Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Ich habe wohl keine Wahl. Genau, hau ab. So, da war, glaube ich, aber noch ein anderer. Ach, schaut mal, hier geht's auch nochmal runter. Ist der auch abgehauen? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Aber das ist jetzt definitiv nicht der Weg, den wir gehen wollen. Deswegen mache ich jetzt den gleichen Kram. Kletter hier einmal runter und gucke, ob es da eine neue Richtung gibt, die wir einschlagen können. Okay, hier gibt es gar nichts. Hier könnte man springen, aber wir sind ja hier nicht bei Dark Souls oder so. Ja, dann gibt es nur eine Option. Das ist doch auch nicht schlecht. Kann man sich wenigstens sicher sein. Okay, jetzt wird's knifflig. Zwei Richtungen. Die führt dahin. Und die führt dahin. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Okay, die Option endet damit hier. Das hat sich also schon erledigt. Dann bleibt nur noch die eine Richtung, die wir jetzt verfolgen werden. Boah, dieses Grummeln, das ist ja schrecklich. Okay, hier geht's ein Weg rechts rein. Wartet mal. Da, oder wir gehen hier weiter. Beides führt mich jetzt nicht unbedingt... sieht auch aus wie ein längerer Weg. Ich würde mal sagen, aber aus... wir gehen mal kurz in beide Richtungen ein bisschen weiter. Okay. Hier endet der Stollen auch. Insofern wieder der Punkt, wo wir gar keine andere Option haben. Also so labyrinthmäßig ist es Gott sei Dank im Moment gar nicht. Die Optionen, die wir haben, erweisen sich bisher immer als Sackgassen. So, jetzt ist aber hier rechts was. Aber auch, glaube ich, nicht weiterführend, oder? Die Richtung wäre besser. Aber ich, ehrlich gesagt, so schätze ich das Spiel nicht ein. Als müsste man jetzt hier ein Sprungrätsel lösen. Nee. Keine wirkliche Option. Wir gehen hier weiter. Was ist hier los? Ah. Bester! Sind das zwei verschiedene Stimmen gewesen, ne? Ja, hier ist ein Bergarbeiter. Was ist hier los? Oh, zwei. Was ist das? Der ist ein bisschen besser gerüstet. Wo ist er? Der haut ab, okay. Die hauen beide ab. Die haben wahrscheinlich mein blutiges Schwert gesehen. Soll mir recht sein. Hauptsache, sie kommen nicht heimlich von hinten, ne? So, jetzt spaltet sich der Weg. Wir gucken mal ganz kurz. Also rechts. Würde von der Richtung eher passen. Gehen wir mal rechts. Ha! Auch hier wieder keine Option. Also
geht's hier lang. Mit gezücktem, blutigem Schwert herumzulaufen, ist eine feine Sache, glaube ich. Oh. Hä? Waren wir hier schon? Haben wir den schon erledigt? Nee, er hat noch seine getrockneten Pilze bei sich. Merkwürdig. Das ist auch ein gutes Erkennungszeichen, ob man irgendwann schon irgendwo schon gewesen ist, wenn die getrockneten Pilze fehlen. So. Also klar ist, wir kommen ziemlich von ab von diesem Punkt B. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was wir da verpasst hätten, wo wir hätten weitergehen können. Hey, wer ist da? Ja, hier ist der was Mann ist mit... mit dem Blut. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Okay. Du willst dich also hier stellen. Immerhin kämpfst du auch mit Fackeln. So, komm. Kannst du abhauen. Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. Wie du willst. Deine Trockenpilze will ich nicht. Heute mal. So, man könnte ihm natürlich jetzt hinterherlaufen. Oh, schaut mal, hinten steht noch einer. Gut, hier geht's also zwei Wege. Eine dorthin, der andere dort. Ich habe immer noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben. Also hier geht's offenbar, würde ich mal schätzen, zum Ausgang. Das ist auf jeden Fall die Richtung. Deswegen versuchen wir erstmal den anderen Weg. Da ist noch jemand. Hey, wer ist da? Hey. Na? Sind das alles die Unbewaffneten, die jetzt hier in der Gegend rumstehen? Ah, auch hier. Ja, Leute, also dieses Gänge-Labyrinth offenbart sich als nicht so großes Labyrinth, denn alle Kreuzungen führen dann irgendwo ins Nichts und es gibt dann doch nur eine Option. Es ist sozusagen eher Psychologie. So, jetzt geht's eindeutig aufwärts. Und auch hier gibt es wieder einen Weg rechts, den ich gehen werde. Und auch hier führt der Weg rechts ins Nichts. Da hinten sehe ich nochmal Fackeln. Hier wird es auch ziemlich eng. Okay. Höre ich jetzt den Regen von draußen? Das wäre ja was. Ja. Oh, schaut mal. Sind die alle gestorben auf der Flucht oder was? So, wir sind aus der Mine entkommen. Die Leiche fehlt plötzlich. Und wir sollen Tobias Pfeiffer informieren. Puh. Will ich das? Warte mal, was sagt das Questlog jetzt zu dieser ganzen Angelegenheit? Es sagt, immer noch finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt, aber es sieht aus, als würde die Questmarke weg sein. Das ist natürlich doof. Das ist unschön. Hier war das irgendwie, bei dem Lager, ne? Ich würde mal sagen, wir setzen uns da eine Markierung und bevor wir Bericht erstatten, gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Okay, kann ich mich hier wieder durch die Büsche schleichen, den Berg hoch? Das sollte ich wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, das Schwert können wir jetzt wegstecken. Ich würde bloß gern hier so ein bisschen... Schaut mal, wenn wir nämlich hier runtergehen zu dem Weg hier, dann müssen wir einen riesen Umweg machen. Deswegen versuche ich da zu Fuß auf den anderen Weg zu kommen. Ja, es sieht ganz gut aus. Richtung stimmt auf jeden Fall. Wo kommt denn jetzt der Weg? Ah, okay, ist noch ein bisschen. Habe ich alles eingeschätzt. Hier ist er. Ja, ich
glaube, wir sind hier schon mal lang geritten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, wir haben Heinrich immerhin auf den Weg zurückgeführt. Wir werden jetzt ihn hier verlassen und das nächste Mal dann mitten in der Nacht noch versuchen, uns irgendwie in dieses Lager zu schleichen. Vielleicht kriegen wir doch noch was raus. Mal gucken. Es ist nicht mehr so weit. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.